Ja, Simon, letzte Saison, Heimspiel gegen Aue, hast du beim 2-2 ein Tor und eine Vorlage gemacht. Kannst du dich daran noch erinnern? Wie war das für dich? Yeah, I remember the game that I came in and we were behind 2-0 and we turned it back to get a draw in 2-2 and of course it was good for me and the team. And yeah, I remember we were already in a difficult situation there. And it was of course an important point, but I think that period we have put behind us, and I think we are in a completely different state now in the team, and I think you will see a completely different game this time. Sonntag geht's also gegen Aue. Wie hast du ihren Ligastart beim 0-0 in Nürnberg gesehen? Konntet ihr die Mannschaft schon analysieren? I didn't watch the game, but now up to this game, of course, we have analyzed and watched videos of them here during the week, and yeah, we're preparing as best as we can of what we saw, especially how they played in their first game, and we are trying to figure out our opportunities against that. Ja, Nicola, letztes Spiel gegen Kiel war dein erstes Heimspiel in der zweiten Bundesliga am Millerntor und dann auch noch ohne Gegentor. Wie war das für dich? Für mich ein super Spiel und super Erfahrung für mich. Ist eine Ehre, da zu spielen. Im Millerntor, Atmosphäre war und Fans war Wahnsinn. So, ich bin sehr zufrieden mit diesem Spiel. Was hat dir genau gefallen an eurer Leistung? Wir haben sehr gut gespielt gegen den Ball, was war sehr wichtig für uns, aber auch mit dem Ball. Drei Tore gemacht, so das war alles super, super Leistung war. Am Sonntag spielt ihr gegen Aue. Wie schätzt du den Gegner ein?